السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern. بارك الله فيكم. Denkt daran, die anderen einzuladen. Denkt daran, die anderen an diesen Unterricht zu erinnern. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte von Allah ist. الصلاة und السلام für den geehrten und geliebten Prophet Muhammad sowie für alle anderen Propheten. Möge Allah Ta'ala dem Propheten Muhammad und allen anderen Propheten einen höheren Rang geben. Und möge Allah Ta'ala unsere Gemeinschaft vor dem bewahren und schützen, was der Prophet Muhammad für diese Gemeinschaft befürchtet hat. Allahumma Amin. So dann fassen wir alle die aufrichtige Absicht für Allah, den Erhabenen. Nehmen wir an diesem Unterricht teil und hören wir diesem islamischen Unterricht zu, mit aufrichtiger Absicht für Allah, mit der Hoffnung, dass Allah Ta'ala uns für diese gute Tat belohnt. Möge Allah Ta'ala uns mit der Aufrichtigkeit ehren. Allahumma Amin. Unser geehrter und geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad. Es bedeutet, fünf Gebete hat Allah seinen Dienern auferlegt. Es bedeutet, diese fünf und keine anderen. خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ بِتَمَامِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Das bedeutet, wer diese fünf Gebete vollkommen verrichtet, das bedeutet, er erbringt die Hauptbestandteile der Gebete. Er erbringt die Hauptbestandteile des Gebetes, die Pflichten des Gebetes erbringt er. Und er beachtet die Voraussetzungen und er unterlässt die ungültig machenden Handlungen des Gebetes. Dieser hätte das Gebet vollkommen verrichtet. Dieser, der die fünf Gebete vollkommen verrichtet, dieser hat von Allah das Versprechen, das Paradies zu betreten. Und das Versprechen von Allah Ta'ala ist wahr. Und der Prophet alaihi salatu wassalam spricht auch über denjenigen, der das Gebet nicht vollkommen verrichtet. Er sagt: وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ بِتَمَامِهِنَّ. Das bedeutet, wer das Gebet aber nicht vollkommen verrichtet, فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ. Das bedeutet, dieser hat von Allah nicht das Versprechen. Er hat von Allah nicht das Versprechen wie derjenige, der das Gebet vollkommen verrichtet. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ. Das bedeutet, wenn Allah will, bestraft er diese Person, die das Gebet nicht vollkommen verrichtet hat. Und wenn er will, lässt er diese Person das Paradies betreten. Von diesem Hadith und anderen wissen wir, dass derjenige Muslim, der das Gebet aus Faulheit unterlässt, ohne das Gebet zu verachten, ohne die Pflicht des Gebetes zu leugnen, ein Muslim ist, aber ein großsündiger Muslim, der, wenn er in diesem Zustand stirbt, die Bestrafung von Allah verdient. Möge Allah Ta'ala uns bewahren. Allahumma Amin. Deswegen, barakallahu fikum, erinnere ich euch daran, dass ihr die Gebete einhaltet und sie vollkommen verrichtet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gelehrt hat. Und denkt daran, das Gebet ist das Beste, was der Mensch ausführt, sei es in Zeiten der Zufriedenheit oder Zeiten schwerer Unglücke. Das Beste, was der Mensch ausführt, ist das Gebet.
Und das gilt sowohl in Zeiten der Zufriedenheit, als auch in Zeiten schwerer Unglücke, wenn man zum Beispiel viel Bala hat, viele Plagen hat, dann sollte man in dieser Situation das Gebet erst recht einhalten. Im Gebet verspürt man Ehrfurcht, Ergebenheit und Demut und innere Ruhe. Darin spricht man Bittgebete, darin lobt man Allah und verehrt Allah Ta'ala. Und das ist ein Trost für den Bekümmerten und Traurigen. Bist du traurig, bist du bekümmert, dann begebe dich zum Gebet und insha'Allah ta'ala wirst du deine Trauer vergessen. In der Verbeugung wirst du sie vergessen, in deiner Niederwerfung wirst du sie vergessen. Auch wenn du in der Niederwerfung weinen solltest, insha'Allah ta'ala, damit nimmst du die Last deiner Probleme und deiner Sorgen. Also, wenn du bekümmert und traurig bist, dann begebe dich zum Gebet und du wirst deine Trauer und deine Sorgen vergessen, insha'Allah ta'ala. Es wurde überliefert, dass wenn der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer schwierigen Situation war, er sich in das Gebet begab. Wir sollten das uns auch angewöhnen. Wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dann sollten wir uns in das Gebet begeben. Das Gebet ist für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beruhigung, Freude für sein Herz. Das bedeutet, in deinem Gebet wirst du insha'Allah ta'ala Beruhigung finden und Freude für dein Herz. Imam Ahmad überliefert über unseren Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Das bedeutet, das Gebet ist für mich ein Augentrost. Das bedeutet, Freude für mein Herz. Freude für mein Herz. Möge Allah ta'ala eure Herzen durch das Gebet erfreuen. Allahumma amin. Insha'Allah ta'ala. Machen wir im Buch weiter und sprechen wir über das Verrichten der Gebete und zwar detailliert. Heute sprechen wir darüber, wie wir die Gebete verrichten und zwar detailliert, insha'Allah ta'ala. Lektion 8. Wie verrichte ich das Morgengebet? Salatul Subh, aber auch genannt Salatul Fajr. Wie verrichte ich das Morgengebet? Ich wende mich im Stehen in Richtung der edlen Kaaba zu. Das bedeutet, der Muslim verrichtet das Pflichtgebet im Stehen. Das empfohlene Gebet darf der Muslim im Sitzen verrichten, auch wenn er stehen kann. Aber hier bekommt er nur die Hälfte der Belohnung, wenn er das empfohlene Gebet im Sitzen verrichtet, obwohl er stehen kann. Aber wir sprechen hier über das Pflichtgebet. Das Pflichtgebet, das Morgengebet zum Beispiel, kann man nur im Stehen verrichten, wenn man dazu in der Lage ist. Ist man dazu nicht in der Lage, betet man im Sitzen. Stimmt. Wenn man nicht in der Lage ist, im Sitzen zu beten, dann betet man auf seiner Seite. Ist man nicht in der Lage, auf der Seite zu beten, betet man auf dem Rücken. Aber derjenige, der das Pflichtgebet verrichten will, dieser muss das Gebet im Stehen verrichten. Und er muss sich mit der Brust Richtung Qibla hinwenden. Das bedeutet, er kann sich im Gebet nicht nach links und nach rechts wenden, so dass er von der Kaaba abkommt, so dass er von der Gebetsrichtung abkommen würde. Bevor wir weiter in die Details eingehen, möchte ich erwähnen, liebe Brüder und Schwestern, dass der Muslim, das gilt für die Männer, dass der Muslim eine Mütze anziehen sollte, eine Gebetsmütze, wenn er betet, und einen Schal. Die Belohnung wird mehr. Und dass er vorher den Siwak benutzt. Das bedeutet, dieses Hölzchen, was man benutzt, um die Zähne zu säubern. Wenn man vorher den Siwak benutzt, dann bekommt man 70 Mal mehr Belohnung. 70 Mal mehr Belohnung, als wenn man das Gebet verrichtet, ohne vorher Siwak zu benutzen. Und wir sollten eine Sutra vor uns aufstellen, liebe Brüder und Schwestern.
eine Abgrenzung. Eine Abgrenzung sollten wir vor uns hinstellen. Du könntest, Masalan, beten und vor dir ist die Wand, das geht auch. Aber du könntest eine Abgrenzung hinstellen, diese sollte aber nicht weiter weg sein als 3 Ellen von dir. Und diese sollte nicht tiefer sein als 2/3 Ellen. Also diese Abgrenzung ist Sunna, damit zu beten. Es ist Makruh, verpönt, dass man ohne eine Sutra, ohne eine Abgrenzung betet. Und wir sollten so stehen, dass wir eine Handspanne Entfernung freilassen zwischen unseren Füßen. Und wir sollten auch vorher die Iqama sagen und davor den Azan. Erstmal Azan und dann die Iqama. Also, wir haben gesagt, ich wende mich im Stehen in Richtung der edlen Kaaba zu. Was ist die Kaaba? Die Kaaba ist das erste Haus, was für die Menschen entstand. Wir Muslime beten dahin, nicht weil der Prophet Muhammad in der Kaaba beerdigt wäre, nein. Auch nicht, weil Allah Ta'ala in der Kaaba wäre, nein, Allah bewohnt keinen Ort. Die Kaaba hat einen hohen Rang und ist ein Symbol für die Einheit der Muslime. Und Allah Ta'ala befahl uns, dorthin zu beten. Und ihr wisst, liebe Brüder und Schwestern, dass Allah die Kaaba nicht bewohnt. Und der Glaube der Muslime ist, dass Allah, der Erhabene, ohne wie, das bedeutet ohne mit den Eigenschaften der Geschöpfe beschrieben zu sein, existiert. Und dass er ohne Ort existiert. Und dass er nichts und niemandem ähnelt. Allah bewohnt weder die Kaaba, noch den Himmel, noch einen anderen Ort. Allah hat alle Geschöpfe erschaffen und ähnelt nichts und niemandem von ihnen. Er ähnelt nicht dem Himmel. Er ähnelt auch nicht der Erde, er ähnelt nicht den Himmelbewohnern, er ähnelt auch nicht den Erdbewohnern, er ähnelt nicht dem Menschen, er ähnelt nicht den Engeln, er ähnelt absolut nichts und niemandem. Allah ist kein Körper, er ist kein Licht, er hat kein Aussehen, er hat keine Gestalt und keine Beschaffenheit. Allah Ta'ala ist unvorstellbar. Was auch immer du dir vorstellst, Allah ähnelt diesen nicht. Alles, was du dir vorstellst, es ähnelt Allah nicht. Das ist der Glaube der Muslime an Allah Ta'ala. Also bleibt standhaft darin, dies ist der Glaube des Propheten und seiner Gefährten. Damit erlangt ihr insha'Allah Ta'ala die Glückseligkeit. Also, wir wenden uns im Stehen zur Gebetsrichtung zur Kaaba zu. Dann hebe ich meine Hände auf die Höhe meiner Ohren, mache dann so und versuche, dass meine Handinnenflächen in Richtung Kaaba sind, also zur Gebetsrichtung zeigen. Und ich breize meine Finger etwas, nicht zu viel, aber auch nicht zusammenlegen, bisschen spreizen die Finger und diese Handinnenflächen sollten zur Gebetsrichtung zeigen. Dann hebe ich meine Hände auf die Höhe meiner Ohren und sage mit der Zunge, Allahu Akbar. Allahu Akbar bedeutet, Gott ist groß. Nicht im Sinne von Materie oder Körper, sondern im Sinne, dass er allmächtig ist, dass er die Macht über alles hat, dass er der Mächtigste ist und dass er der Wissendste ist und dass es keinen Mächtigeren gibt als Allah. Und keinen Wissenderen gibt als Allah Ta'ala. Also wir sagen Allahu Akbar, Gott ist groß, nicht im Sinne, dass Gott ein großer Körper wäre. Allahu Akbar und sage währenddessen im Herzen, ich bete das Morgenpflichtgebet. Also was sagen wir im Herzen? Im Herzen sagen wir, ich bete das Morgenpflichtgebet. Während ich mit meiner Zunge was sage? Allahu Akbar. Wir sagen nicht Allahu Akbar. Na. Wir sagen auch nicht Allahu Akbar. Auch nicht. Wir sagen auch nicht Wallahu Akbar. Auch nicht. Wir sagen auch nicht Allahu Akbar. Sagen wir auch nicht. Wir sagen Allahu Akbar.
Und liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass wenn ihr Allahu Akbar mit der Zunge sagt, ihr im Herzen das Gebet beabsichtigt, indem ihr zum Beispiel sagt, ich bete das Morgenpflichtgebet, das sagt ihr im Herzen und seid euch darüber bewusst, dass ihr diese Tat nur für Allah verrichtet. Ich mache das nicht, damit die Menschen mich loben oder ehren oder mir Geschenke geben oder Geld geben. La. Und die kleinen Kinder sollten das auch nicht tun, damit die Mutter nicht mehr meckert. Oder wir machen das, weil die Mutter die ganze Zeit rummeckert. Deswegen beten wir, la, wir beten für Allah. Wir verrichten das Gebet nur für Allah Ta'ala. Also, wir sagen mit der Zunge Allahu Akbar und währenddessen im Herzen sagen wir und beabsichtigen wir, ich bete das Morgenpflichtgebet. Liebe Brüder und Schwestern, unser Blick sollte auf die Stelle sein, wo wir später unsere Stirn auf den Boden hinlegen werden. Dort sollte unser Blick sein, die ganze Zeit im Gebet. Außer wenn du im Tashahud am Ende sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, und du erhebst deinen Zeigefinger, dann solltest du deinen Blick wegwenden von dieser Stelle und wohin schauen? Auf deinen Zeigefinger. So lange, bis du das Gebet beendest. Jene, du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. Wenn du dann deinen Zeigefinger erhebst, wohin schaust du? Du schaust dann auf deinen Zeigefinger. Wie lange, bis wann, bis du das Gebet beendest? Danach lese ich Dua uliftitah, dieses Eröffnungsmitgebet, was wir in der letzten Lektion gelernt haben. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard hanifan musliman wa ma ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Das sollten wir sagen. Ist empfohlen, ist aber keine Pflicht. Das Gebet hätte auch ohne dieses Bittgebet Gültigkeit. Dann sagen wir die Isti'aza. Wir sagen, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Das bedeutet, wir suchen Zuflucht bei Allah. Wir suchen Schutz bei Allah vor dem Schaden des verfluchten, verdammten Teufel, der von der Gnade Gottes ausgestoßen wurde. Dann lesen wir die Suratul Fatiha laut. In welchem Gebet? Im Morgengebet. Wir sprechen gerade, wie wir das Morgengebet verrichten. Wir rezitieren also die Fatiha im Morgengebet laut. Also das Morgengebet ist ein laut gesprochenes Gebet. Und eine weitere Sura, auch wenn diese kurz ist. Jene erstmal Dua uliftitah, dann sagen wir A'udhu billahi minash shaytanir rajim, dann rezitieren wir die Fatiha und dann eine weitere Sura, auch wenn diese kurz ist. Dann verbeuge ich mich, das bedeutet meinen Oberkörper beuge ich nach vorne, so dass meine Handteller meine Knie berühren könnten. Dann verbeuge ich mich und sage dreimal nacheinander Subhana Rabbi al-Azim. Subhanallah bedeutet, gepriesen sei Allah, erhaben ist Allah. Über alles, was nicht zu ihm passt, über alle falschen Aussagen, die die Ungerechten ihm zugeschrieben haben. Subhana Rabbi al-Azim, sagen wir dreimal. Und hier, liebe Brüder und Schwestern, was machen die Männer in der Verbeugung? Sie entfernen die Ellenbogen vom Körper. Bei der Verbeugung entfernen sie die Ellenbogen vom Körper. Und die Frauen bringen die Ellenbogen ganz nah am Körper während der Verbeugung. Aber die Männer entfernen die Ellenbogen von dem Körper. Danach richte ich mich auf. Das bedeutet, ich begebe mich dann in die Position, in der ich vor der Verbeugung war. Danach richte ich mich auf und sage dabei, Sami'allahu liman hamidah.
Also, du richtest dich wieder auf und während du dich aufrichtest, was sagst du? Sami'a Allahu liman hamida. Das bedeutet, Allah akzeptiert den Dank desjenigen, der ihm danken will. Wenn du dann aufrecht stehst, sagst du Rabbana lakal hamd oder Rabbana wa lakal hamd. Es gibt auch andere Überlieferungen, was man hier sagen kann. Also wenn ich aufrecht stehe, sage ich Rabbana lakal hamd oder Rabbana wa lakal hamd. Daraufhin mache ich die Niederwerfung und sage während der Niederwerfung dreimal hintereinander Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, dreimal Subhana Rabbi, das bedeutet Erhaben ist mein Herr. Erhaben über was? Über alle Unvollkommenheiten, über alle Eigenschaften der Menschen, über alles, was nicht zu ihm passt. Al-A'la, was bedeutet Al-A'la? Derjenige, der den höchsten Status hat, derjenige, der die höchste Stufe hat, derjenige, der der Ranghöchste ist, nicht derjenige, der an dem höchsten Ort existieren würde. La, Allah wird nicht mit dem Ort beschrieben, weil er derjenige ist, der den Ort erschaffen hat und seine Geschöpfe nicht braucht. Subhana Rabbi al-A'la, dreimal hintereinander. Dann setze ich mich hin und sage, Allahumma gfirli warhamni wahdini. Allahumma gfirli warhamni wahdini. Das ist ein Bittgebet, was man im Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen sagt. Man kann auch sagen, Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Das kann man auch sagen. Das bedeutet, Gott, bitte vergebe mir meine Sünden, sei mir gnädig, erfülle mir meine Wünsche, erhöhe meinen Rang, beschere mir Gutes, lass mich auf dem richtigen Weg standhaft bleiben und beschere mir Gesundheit. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Das kann man im Sitzen während der beiden Niederwerfungen sagen. Und hier, liebe Brüder und Schwestern, was machen wir im Sitzen mit unseren Händen? Diese legen wir auf unsere Oberschenkel in der Nähe der Knie. Die Fingerspitzen sollten die Knie hier berühren. Ja, ne, das wäre besser. Und wie sitzen wir, wie sollten wir in dieser Position sitzen? Indem wir auf dem linken Fuß sitzen. Das bedeutet, dein Gesäß legst du auf deinen linken Fuß, während der rechte vertikal aufgestellt ist und die Innenflächen der Zehen den Boden berühren. Das ist empfohlen, ja, dass man so sitzt. Jede Sitzposition hätte hier Gültigkeit. Aber achtet darauf, dass die Zehen in Richtung Qibla sind. Dass wir die Füße nicht so schräg oder schief hinstellen, sondern dass die Zehen in Richtung Qibla sind. Das wäre besser. Und hier eine Sache bezüglich der Niederwerfung. Wir hatten gerade gesagt, bei der Verbeugung sollten die Männer die Ellenbogen von ihren Körpern entfernen und die Frauen die Ellenbogen ganz nah am Körper halten. Bei der Niederwerfung, was sollten die Männer machen? Es ist empfohlen, dass die Männer während der Niederwerfung den Bauch oder die Oberschenkel von ihren Bäuchen entfernen. Jene, der Mann sollte seine Oberschenkel von seinem Bauch entfernen, so dass seine Oberschenkel nicht den Bauch berühren. Und die Ellenbogen sollten die Seiten auch nicht berühren. Wie bei der Verbeugung sollten die Seiten oder die Ellenbogen die Seiten nicht berühren. Aber bei der Frau sollte sie sich zusammenziehen.
und legt ihre Ellenbogen nah an ihren Körper. Das sollte die Frau beachten und das sollte der Mann auch beachten. Und die Hände sollten wir auf den Boden legen, so dass sie parallel zu den Schultern sind und die ungespreizten Finger, ungespreizt bei der Niederwerfung, in Richtung Qibla zeigen. Gerne bei der Niederwerfung sollten wir das so machen. Danach führe ich eine weitere Niederwerfung aus und sage dreimal nacheinander, Subhana Rabbi al-A'la. Dann stehe ich auf, um die zweite Gebetseinheit auszuführen. Ja, ne? Ich bin doch dann mit der zweiten Niederwerfung fertig. Was muss ich dann machen? Dann muss ich aufstehen, um eine zweite Gebetseinheit zu verrichten. Wenn ich mit der Niederwerfung, mit der zweiten Niederwerfung fertig bin, sage ich Allahu Akbar. Wie lange sage ich Allahu Akbar? Bis ich die Stehposition erreicht habe. Schaut mal. Wir sagen Allahu Akbar bei der ersten Takbira. Und was machen wir dann? Wir legen die linke Hand zwischen Brust und Bauchnabel und dann die rechte Hand auf die linke Hand und greifen auf unser linkes Handgelenk und berühren einen Teil des Unterarmes. Und wenn ich dann zur Verbeugung übergehe, sage ich Allahu Akbar und mache so. Mit den Händen, wie bei der ersten Takbira, mache ich so. Wenn ich dann wieder aufrecht stehe nach der Verbeugung, sage ich wieder Allahu Akbar und mache meine Hände auch so. Wenn ich dann zur Niederwerfung übergehe, sage ich auch Allahu Akbar, aber ohne so zu machen. Und wenn ich die erste Niederwerfung beende, sage ich auch Allahu Akbar. Und wenn ich zur zweiten Niederwerfung übergehe, sage ich auch Allahu Akbar. Und wenn ich die zweite Niederwerfung beende und zur nächsten Gebetseinheit übergehe, sage ich auch Allahu Akbar. Also dann stehe ich auf, um eine zweite Gebetseinheit auszuführen. Ich mache das Gleiche, was ich bei der ersten Gebetseinheit gemacht habe, vom Lesen der Suratul Fatiha bis zur zweiten Niederwerfung. Dieser Ablauf, den wir erwähnt haben, vom Lesen der Fatiha bis zur zweiten Niederwerfung, das machen wir auch in der zweiten Gebetseinheit des Morgengebetes. Danach setze ich mich hin und sage At-Tashahhud und As-Salatul Ibrahimiyya. Was machen wir hier, wenn wir sitzen, um den letzten Tashahhud auszusprechen? Was machen wir mit der rechten Hand? Die linke Hand bleibt so, wie wir sie hingelegt haben zwischen den beiden Niederwerfungen. Auf den linken Oberschenkel und die Fingerspitzen berühren die Knie. Was machen wir aber mit der rechten Hand? Die rechte Hand, damit bilden wir eine Faust, außer mit dem Daumen und mit dem Zeigefinger. Den Daumen, den kleben wir so, oder damit berühren wir den Zeigefinger. Und machen dann so. Machen dann so. Und wenn wir dann sagen, illallah, erheben wir den Zeigefinger. Wenn wir sagen, illallah, erheben wir den Zeigefinger. Ohne dass wir ihn bewegen. In der schafiitischen Rechtsschule bewegen wir den Zeigefinger nicht. Und wie gesagt, wenn wir diesen Zeigefinger dann erheben, dann blicken wir nicht mehr auf den Niederwerfungsort, sondern blicken dann auf den Zeigefinger. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir sagen Illallah und erheben dann unseren Zeigefinger, das ist ein Zeichen der Verehrung Gott gegenüber. Und es wird gesagt, dass es hier eine Vene gibt, ein Ader gibt, der bis zum Körper, bis zum Herzen hinreicht. Und damit, insha'Allahu ta'ala, stärkt sich dein Glaube. Damit stärkt sich dein Glaube, insha'Allah. Also dann setze ich mich hin und sage At-Tashahud, yani At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah und bis zum Ende. Und dann sage ich As-Salatul Ibrahimiyya. Wir wiederholen das nicht, weil wir das in der letzten Lektion gelernt haben. Und dann sage ich
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Und dann kann ich auch sagen, اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Das geht auch. Dann wende ich meinen Kopf nach rechts und grüße, yani ich beginne den Gruß, während mein Gesicht Richtung Qibla ist. Ich sage dann, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Also ich wende meinen Kopf nach rechts, beginne den Gruß, während mein Gesicht zur Qibla ist, und dann wende ich meinen Kopf nach rechts. Aber achtet darauf, barakallahu fikum, diese Bewegungen, die einige machen, yani so nach unten und dann nach oben und dann von oben wieder nach unten, und diese Bewegungen, diese muss man nicht machen, ja? Einfach nur nach rechts bewegen, ohne dass man nach unten geht oder nach oben geht oder zum Beispiel in eine Acht formt, Qadiqal, das sollte man unterlassen. Dieses wurde nicht so überliefert. Dann wende ich meinen Kopf nach rechts und grüße. Und dabei grüße ich mit den Worten Assalamu alaikum wa rahmatullah. Anschließend drehe ich meinen Kopf nach links mit den Worten Assalamu alaikum wa rahmatullah. Auch beim zweiten Gruß beginne ich den Gruß, während mein Gesicht Richtung Qibla ist. Ich sage Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aha. Damit hätte man das Morgengebet beendet und verrichtet. Schließen wir ab, insha'Allah ta'ala, mit einer Überlieferung von Imam al-Tirmidhi und Imam al-Nasa'i. Sie überliefern über unseren geehrten Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der nach dem Morgengebet, während er in der Sitzposition ist, mit in der er das Gebet beendet hat, Folgendes sagt: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zehnmal sagt. Yani diesen Satz zehnmal sagen. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Zehnmal sagen, diesem Muslim werden 10 Hasanat aufgeschrieben. Und diesem Muslim werden 10 Sayyiat, 10 Sünden vergeben. Große Sünden. Diesem Muslim werden 10 große Sünden vergeben. Und der Rang dieses Muslim wird um 10 Stufen erhöht. Und er ist an diesem Tag fi hirsin. Er ist an diesem gesamten Tag, an dem er das Morgengebet verrichtet hat, fi hirsin. Das bedeutet, er befindet sich unter dem Schutz von Allah. Allahu ta'ala gibt ihm einen besonderen Schutz. Deswegen barakallahu fikum, geizt nicht damit, ja? Yani nach dem Morgengebet bleibt in der Sitzposition, in der ihr das Morgengebet beendet habt, und sagt diesen Satz 10-mal. Wie lange nimmt er von euch Zeit? Yani manchmal, wenn wir eine Nachricht schreiben wollen, bleiben wir eine Minute daran. Kennt ihr diese langen Texte? Yani manchmal eine Minute, manchmal 2 Minuten. Wie lange braucht das? Yani nicht so lange. Schaut mal, wie viel Baraka und wie viel Gutes du damit erlangst. Und das sollten wir auch nach dem Abendgebet machen. Das sollten wir auch nach dem Abendgebet machen. Möge Allah Ta'ala euch alles Gute bescheren und möge Allah Ta'ala euch viel Erfolg bescheren und möge Allah Ta'ala euch vor allem Übel und Schaden schützen. Allahumma Amin. Wa Subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Wir treffen uns am Donnerstag wieder um 20 Uhr.
Seid wieder dabei mit aufrichtiger Absicht. Erinnert die anderen an diesen Unterricht. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.